Hallihallo, ich bin Sea Eagle und das ist meine Hühnerfarm. Ich musste hier allerdings den Endgame-Sound abstellen, denn die Hühner und deren Bewegung haben leider selbst in relativ niedriger Hühneranzahl für Soundfehler gesorgt und ich hatte zuerst gehofft, dass die Musik das übertönen würde, allerdings ist das nicht der Fall. Das hier ist soweit die Technik hinter der Farm, gut, mit Ausnahme von dem Dotlock, den hat ein Enderman hingestellt. Die werde ich später noch stellenweise erklären. Und das Ganze wird gesteuert durch einige Hebel, wie wir hier auch sehen können. Wir haben da unter anderem die Dezimierung, um die Hühner jeweils halt zu reduzieren von ihrer Anzahl her. Wir können die Eier verwenden, um die Farm sich automatisch selbst füllen zu lassen. Und die Items natürlich auch in mein Lagersystem transportieren. Deswegen mache ich das jetzt auch erstmal an. Ich hatte die Farm sonst erstmal aus, weil die hat mir so viel Zeug produziert, dass ich einfach keinen weiteren Platz mehr hatte. Allerdings zu Vorführungszwecken und weil ich die Farm erweitern möchte, um einen weiteren Verwendungszweck hinzuzufügen. Nämlich, es soll auch als Erfahrungspunkte-Farm oder halt kurz XP-Farm verwendbar sein. Dann schalten wir sie jetzt einfach mal ein. Und schauen erstmal, wie viele Hühner jetzt eigentlich hier drin sind. An die 60 ungefähr. Dieses Display da, das rechte untere Display, das zeigt im Endeffekt an, wann die Dezimierung einsetzen würde. Die Hühner dürfen so und so viele Eier legen und diese, man kann sagen, Leiste füllt sich von selbst wieder auf. Also sie dürfen die Eier in einem gewissen Zeitraum legen und sobald sie halt ein gewisses Limit überschreiten, würde eine automatische Dezimierung einsetzen. Das Eierlegen geht durch diesen Dispenser hier. In einem Dispenser darunter wird abgefragt, ob Items drin sind, was eigentlich üblicherweise nur Eier sein sollten. Und wann immer das der Fall ist, wird ein Pulser lang genug pulsieren oder pulsen, nämlich diese hier, damit alle Dispenser auf jeden Fall danach leer sind. Die Items gehen hier rüber, über diesen Filtermechanismus rein. Ist an sich ein normaler Filtermechanismus, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich neben dem Hauptitem, was in diesem Fall Eier sind, noch Lederschuhe mit reingepackt habe. Ich hatte nämlich des Öfteren mal das Problem, dass als ich wieder zurückkam von irgendwoher auf einmal völlige Überfüllung stattfand und der Filterhopper deswegen freie Slots hatte. Und daraufhin wurden dann auch Nicht-Eier-Items immer wieder eingeworfen und diese kamen auch immer wieder neu durch, was dann dummerweise durch ständige Dezimierungen dafür sorgte, dass meine Hühnerfarm des Öfteren mal nahezu ausgelöscht wurde. Das muss ich dann halt ersetzen durch diese Lederschuhe und ich ziehe von der Signalstärke dadurch einfach ein gewisses Maß ab, was durch den Dispenser da rechts neben mir und durch dessen Schuhe besser gesagt erreicht wird. So dass wir dann halt mit 4 Eiern da drin immer noch eine Signalstärke von 1 haben und sobald ein Ei mehr hinzukommt, wird die Signalstärke ansteigen und der Filter arbeitet ganz normal. Sprich, dass der Hopper darunter dann ein Item aus dem Filterhopper entnimmt und auch gleichzeitig eins weitergibt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, warum das wirklich passierte. Ich habe mal die Theorie gehört, dass Hopper wohl stellenweise weiterlaufen, selbst wenn Chunks nicht geladen sind oder nicht vollgeladen sind. Ja, offen gestanden, ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum es dazu hätte kommen können. Wann immer so eine Dezimierung einsetzt, also um die Hühner zu reduzieren, werden diese Treppenblöcke, die man da in der Mitte sieht, runtergehen. Ich habe da absichtlich Treppenblöcke genommen, damit die Hühner, die darin sind, nicht durch Suffocation Damage sterben. Was vor allem den Grund hat, dass möglichst wenig rohes Fleisch aus der Farm kommen soll. Da sie in erster Linie als Farm für Brathähnchen und Federn verwendet wird. Anders als bei den Stonebricks zu meiner Rechten, wo die Hühner ständig in die Pistons geraten, wenn es keine Vollblöcke sind. Aber an der Stelle ist das erstmal das kleinere Übel, denke ich. Und wenn wir dann mal hier rüber gehen, sehen wir den Wasserzufluss, also wenn die Dezimierung aktiv ist, werden diese Dispenser Wasser in diese Richtung ausführen. Ich habe hier bewusst Dispenser genommen, weil die etwas schneller reagieren als pistenbasierter Wasserzufluss und mal gucken, wir haben hier um die 70 Hühner momentan. Ja, wir machen da einfach gleich mal mehr draus. Und was den Wasserzufluss angeht, das Problem, wenn es eine pistenbasierte Lösung ist, wäre, dass unter Umständen Hühner in die Wasserquelle gelangen könnten und dadurch sterben. Das wollen wir hier natürlich möglichst verhindern. Ja, jetzt ist gerade dadurch, dass einige Eier hier eingeworfen wurden, eine Dezimierung ausgelöst worden.
weil ja die automatische Dezimierung bei einer gewissen oder bei Überschreiten einer gewissen Menge von Eiern pro Zeitraum eben diese Dezimierung auslöst. Aber das ist nicht weiter wild, denn nach jeder Dezimierung wird für bis zu 2 Minuten verhindert, dass eine weitere Dezimierung erfolgt. Dabei wird einfach mitgezählt, wie lange es her ist seit der letzten Dezimierung. Und für die ersten beiden Signalstärken davon wird das einfach verhindert, dass eine weitere Dezimierung erfolgt. Indem der Signalweg, auf dem normalerweise das Aufladen stattfindet, der wird einfach permanent an- oder aktiv gehalten. Denn normalerweise würde dieser Comparator dafür sorgen, dass einfach alle ungefähr 2 Sekunden ein ganz kurzer Tick erfolgt. Und um jetzt diese automatische Dezimierung einmal fortzuführen, das sieht normalerweise so aus, natürlich zeitlich beschleunigt jetzt. Das rechte untere Display geht einfach gelegentlich mal runter und wird natürlich konstant wieder aufgeladen. Aber je mehr Hühner es sind, desto mehr Eier werden gelegt und irgendwann wird dann dieser kritische Wert überschritten und das Display läuft komplett ab. Und das ist dann der Punkt, der jetzt eintritt. Und die Dezimierung wird aktiviert. Manche der Hühner jetzt, die unter den Blöcken sind, sterben leider. Das lässt sich nicht wirklich verhindern. Aber die meisten davon werden durch das Wasser in Richtung des Feuers gespült und freuen sich dort ganz doll. Wie man sehen kann. Allerdings ist der eigentliche Grund für dieses Video, dass ich meine Farm erweitern will, wie schon gesagt. Nämlich, und das probieren wir erstmal mit vielen Hühnern dann aus. Nämlich möchte ich einen XP-Modus mit einfügen. Und dafür muss erstmal ja ein Weg gefunden werden, damit entweder die Hühner gegrillt werden oder sie in Richtung der ja, XP-Farm gelangen können. Und das mache ich einfach durch Pistons, die jeweils einen unterschiedlichen Status haben. Sprich, eine ist ausgefahren, die andere nicht. Und zwar machen wir das so hier. Also so. Damit können wir das sehr gut unterscheiden. Und hier jetzt noch der Tunnel, der auch aus manchen Mobfarmen vielleicht so bekannt ist. Dort werden dann die Hühner in dem Fall einfach reingespült und werden anschließend in ein Loch runterfallen. Und dort werden sie gesammelt. Und im Anschluss kann ich dann einfach mit, zum Beispiel, indem ich Potions auf sie werfe, also Damage Potions, kann ich sie einfach dann gesammelt töten und ihre Erfahrungspunkte einsammeln. Und hier jetzt noch ein Hebel, um dieses Umschalten zwischen den beiden Modi auch hinzubekommen. Also sprich, entweder beraten oder Erfahrungspunkte. Viel mehr gibt es da momentan auch nicht zu sagen. Allerdings müssen wir das Signal natürlich erstmal jetzt noch verlegen. Also das, was von dem Hebel ausgeht. Und da ist es natürlich gut, dass das jetzt auch zeitlich beschleunigt ist, denn ohne die Beschleunigung dauert das doch etwas länger. So. Ja, das eine Huhn da oben ist nicht wirklich draußen. Das sind einfach nur zu viele Hühner in der Farm und die glitschen dann gelegentlich mal raus. Also sprich, dass es aussieht, als wären sie draußen. So, das Signal ist fast oben. Genau. Dann haben wir, glaube ich, noch das Problem, dass das Signal an einer Stelle dann zu kurz ist. Aber das werden wir gleich auch noch korrigieren, nachdem erstmal der Signalweg als solcher gelegt ist. So, am besten nicht zählen, sondern testen. Und das Signal reicht bis dahin, also Repeater und geht. Ganz einfach. So. Dann testen wir es jetzt einfach mal. Genau, den Repeater noch auf Stufe 2 stellen, damit die Pistons keinen Ein-Tick-Impuls bekommen. Und hier haben wir die Hühner. So ungefähr wird das dann wohl aussehen. Wobei das hier jetzt noch die erste Version davon ist, das erweitere ich in Kürze noch. Hier ist jetzt der Pulser, der die Items raufbefördert, die wir oder die eigentlich von den Hühnern kommen. Also zum Beispiel während sie drin sind, sind das natürlich Eier. Die gehen dann einfach oben durch das System, da lang, durch diesen Filter runter
und würden eingespeist werden. Also sprich, dass die Eier selbst wieder in die Farm zurückkehren. Und das Ganze testen wir jetzt nochmal. Sprich, das ist dann noch eine zweite Vorführung jetzt von der Autodezimierung. Nur, dass diesmal die Hühner in eine andere Richtung gespürt werden. Ja, manche sterben wieder ein, zwei Stück, aber nicht weiter wird. Ja, die meisten gelangen darunter. Gut, es sind noch ein paar junge Hühner dabei. Allerdings, ich glaube, das ist im Endeffekt nicht wirklich so schlimm. Man kann ja warten, bis sie ausgewachsen sind. Und wie viele Erfahrungspunkte wird das wohl geben? Wir sind jetzt bei Stufe 9. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Ich mache das jetzt gerade vor allem, weil ich eine Rüstung reparieren will. Bestehend aus drei Eisenteilen und einem Kettenhelm. Und ich muss sagen, die Farm eignet sich echt gut dafür. Also, was da an Erfahrungspunkten bei rumkommt, ist schon fast nicht mehr feierlich. Also allein dafür hat sich's bereits gelohnt. Daher werden wir das Ganze auch gleich noch ein bisschen weiter testen. Und es waren jetzt übrigens gerade fast 300 Hühner, also das hat schon einiges gebracht. Muss ich sagen. Jetzt sehen wir hier nochmal, wie es teilweise spannend wird, also wie die, wie der Balken teilweise immer weiter runter geht und dann auf einmal doch wieder ziemlich deutlich aufgeladen wird. Also ja, die Hühner machen das schon stellenweise echt spannend. Ursprünglich, wie ich auf die Idee gekommen bin, die Hühnerfarm so hier zu erweitern, das kam durch ein Video von Generic B. Ich weiß jetzt nicht, wo genau er das gebaut hat, allerdings er hat selbst auch eine ja, Hühner-XP-Farm. Allerdings nicht so hier, sondern die Hühner werden einfach mithilfe eines Dispensers, oder die Eier werden mithilfe eines Dispensers einfach in so eine kleine Kammer geschossen. Und er kann dann die Hühner dort einfach töten. Also sprich, es sieht so ähnlich aus wie hier, nur dass einfach unten ein Dispenser ist, der Eier feuert. Also sprich, eine nicht ganz so ausgereifte Variante wie die hier. Aber ist auf jeden Fall eine schöne Idee, das dafür zu nutzen. Gerade wenn man von allem anderen, was die Hühner bringen können, ohnehin schon viel zu viel hat. Und noch ein letzter Test. Diesmal mit, ich glaube, rund 200 Hühnern. Die das im Endeffekt werden. Um zu sehen, wie viele Erfahrungspunkte das grob gibt. Ja, rund 200 Hühner haben wir. Und ich habe mir auch schon ein paar Portions gemacht. Und jetzt haben wir hier noch einmal im normalen Tempo diesmal rund 200 Hühner. Und auch wenn ich mich immer wieder selbst damit treffe. Aber es lohnt sich, so etwas zu haben. Ich würde fast schon sagen, das ist besser als eine Mob-Farm. Oder besser als eine Monster-Farm, so gesehen. Nun ja, aber ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wenn gewünscht wird, dass ich ein How-To oder ein Tutorial dazu mache, sagt es mir. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.